Hey und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werde ich euch ein paar Techniken zeigen, wie ihr euch warm machen könnt vor dem Zeichnen. Vielleicht, wenn ihr gerade irgendwie kurz davor seid, ein großes Bild zu malen. Und genau wie beim Sport ist es beim Zeichnen genauso, dass man sich ein bisschen warm machen sollte, gerade vor längeren Zeichensessions. Einfach um in den Zeichenprozess reinzukommen, um die Muskeln aufzuwärmen, um seinen ganzen Körper wieder daran zu gewöhnen, zu zeichnen. Und dafür habe ich ein paar verschiedene Übungen mitgebracht, die ich euch gerne vorstellen möchte. Ich werde das Ganze alles am PC demonstrieren, einfach weil das für mich leichter ist aufzunehmen. Ihr könnt das Ganze natürlich traditionell nachmachen. Auch wenn ich so empfehlen würde, euch das am PC zu machen, einfach weil ihr dann weniger Papier verschwendet, aber das ist natürlich eure Sache. Alles, was ich hier in diesem Video vormache, könnt ihr genauso auch im traditionellen Medium nachmachen. Was bei allen Übungen auf jeden Fall super wichtig ist, ist, dass ihr nicht aus dem Handgelenk zeichnet, beziehungsweise euer Handgelenk bewegt, sondern euer Handgelenk absolut steif haltet und am besten überhaupt nicht bewegt und komplett die Bewegung entweder aus dem Ellbogen kommt oder am besten aus der kompletten Schulter und ihr beim Zeichnen und beim Linienziehen immer komplett den ganzen Arm bewegt und nicht bloß das Handgelenk. Das wird uns in der Schule beim Schreiben anders vermittelt, deshalb sind wir es sehr gewohnt, immer mit unserem Handgelenk viele kleine filigrane Bewegungen zu machen, braucht man ja auch natürlich zum Schreiben, aber wir zum Zeichnen wollen immer unseren kompletten Arm benutzen oder wenigstens unseren kompletten Vorderarm, um uns einfach zu ermöglichen, größere, längere, präzisere Linien zu zeichnen. Das Handgelenk sollte man dann bloß benutzen, wenn man irgendwelche filigraneren, kleinen Details zeichnet. Und ansonsten benutzt euren kompletten Arm. Das braucht ein bisschen Gewöhnung und das ist auch eine Sache, die man einfach mit der Zeit lernt, wenn man viel zeichnet. Aber gerade in solchen Aufwärmübungen kann man sich das sehr, sehr gut verinnerlichen. Das ist echt ein Grund, warum viele Anfängerzeichnungen auch nicht so gut aussehen, nicht so dynamisch aussehen. Gerade weil einfach die Anfänger dann oft solche Striche zeichnen. Einfach viele kleine Striche aus dem Handgelenk heraus, könnt ihr mal auf eurem Blatt Papier ausprobieren, dann sieht es so aus und wenn ich jetzt ein Gesicht so zeichnen würde, dann sieht es so aus, als hätte die Person irgendwie Fell im Gesicht oder das Gesicht würde aus Fell bestehen. ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das wollen wir nicht, wir wollen immer durchgehende Linien zeichnen, das heißt kompletten Arm benutzen, komplette Unterarm benutzen und so wenig wie möglich das Handgelenk und immer durchgehende Linien. Das wollen wir nicht, stattdessen wollen wir solche Linien und das wollen wir auch in den ganzen kommenden Übungen so umsetzen. Die erste Übung, mit der ich auch immer anfange, ist das einfache Zeichnen von ganz normalen Spiralen. Einfach von groß nach klein werdende Spiralen in verschiedene Richtungen. Einfach schöne Kurven versuchen zu ziehen und versuchen, so smoothe Kurven wie möglich zu machen. Hier merkt man dann, wenn es etwas enger dann wird, passiert es oft, dass das so ein bisschen abgehakt ist. Das einfach ein bisschen rauszukriegen, einfach um sein Handgelenk ein bisschen warm zu machen. Solche schönen Spiralen und auch solche schönen S-Kurven. Solche S-Kurven verwende ich persönlich auch sehr, sehr oft einfach in meinen Skizzen, weil die einfach schön dynamisch fließen. Das Ganze natürlich auch nicht bloß in die eine Richtung, auch in die andere Richtung. Diese S-Kurven zu zeichnen ist auf jeden Fall eins meiner Go-To-Sachen, wenn ich anfange zu zeichnen, einfach um mich ein bisschen aufzuwärmen. Man kann das natürlich auch kombinieren, man fängt in so einer S-Kurve an und geht dann in einer Spirale über. Genau. Zweite Übung, und hier wird es dann auch wieder super wichtig, dass wir unseren kompletten Arm benutzen, ist einfach parallele, gerade Linien zu zeichnen. Kompletten Arm benutzen und am besten hier auch versuchen, so ein bisschen den Abstand zwischen den Linien identisch zu halten. Und einfach versuchen, halt parallele Linien zu zeichnen. Vielleicht auch mal irgendwie andere Richtungen oder so.
Für mich ist es am intuitivsten, von rechts oben nach links unten zu zeichnen, aber manchmal hat man ja auch Situationen, wo das nicht so geht. Und dann, wenn man hier schon diese Linien zeichnet, vielleicht auch mal versuchen, dann zwischen den Linien hier dann diesen Platz einfach zu nutzen und dann das Ganze hier nochmal dazwischen auch zu machen. Was wir hier nämlich auch trainieren, ist dann so ein bisschen Hand-Augen-Koordination. Dass wir an diesen Endpunkten aufhören, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig und ist auch sehr, sehr wichtig halt zum präzisen Zeichnen. Deshalb Übung 2, einfach versuchen, parallele Linien zu ziehen. Eine weitere Übung für die Hand-Augen-Koordination ist, wenn ihr einfach euer Blatt Papier nehmt, euch zwei Punkte malt, hier zum Beispiel und da zum Beispiel. Und jetzt versucht, diese Punkte mit einer durchgehend geraden Linie zu verbinden. Was ich dafür mache, ist, ich male da immer, ich hoffe, ihr seht meinen Cursor, immer so probehalbe ein paar Mal drüber. Genau, das könnt ihr natürlich auch mit eurem Bleistift auf normalem Papier machen. Und versucht dann mit meinem kompletten Arm eine gerade Linie durchzuziehen, wenn ich denke, dass ich die Punkte ganz gut angepeilt habe. Und einen leichten Bump haben wir hier. Können wir natürlich ganz oft machen. Ich kann das natürlich am Computer so oft versuchen, wie ich will. Im traditionellen könnt ihr natürlich einfach dann nochmal drüber malen an sich. Aber dass ihr einfach versucht, euch zwei Punkte zu suchen. Ihr könnt euch auch zwei andere Punkte suchen. Keine Ahnung, von hier nach da. Und dann die versuchen zu verbinden. Ungefähr so. Guck mal, das ist... Da bin ich gerade relativ stolz drauf. Und was ihr mit den Linien auch machen könnt, ist einfach dann hier diese Strecke, die ihr hier gezeichnet habt, einfach mal zu versuchen, durch 2 zu teilen. Das wäre ungefähr hier. Und dann das Ganze nochmal durch 2 zu teilen. Ungefähr so. Oder vielleicht die Strecke durch 3 in 3 gleich große Teile zu teilen. Das wäre ungefähr so, würde ich schätzen. Das trainiert einfach eure Hand-Augen-Koordination und euer Gefühl für solche Linien, dass ihr dort einfach am besten nicht mehr drüber nachdenken müsst, wenn ihr dann tatsächlich mal irgendwelche größeren, wichtigeren Bilder zeichnet. Der nächste Punkt, wieder eine grundgeometrische Form. Einfach versuchen, Kreise zu zeichnen. Was ich da auch wieder mache, ist, ich benutze meinen kompletten Arm, um hier einen Kreis sozusagen voranzudeuten, drücke aber noch nicht mit dem Stift aufs Papier, sondern erst, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich kann hier einen anständigen Kreis zeichnen, dann drücke ich erst auf und zeichne erst und versuche dann in einem Schwung den Kreis zu machen und dann auch nicht irgendwie das hier zu machen, so bis das irgendwie eine Kreisform ist, sondern in einem Zug den Kreis zu zeichnen. Und dann kommt es auch nicht so ganz darauf an, dass das hier dann perfekt abschließt, sondern es geht darum, einfach eine möglichst kreisförmige Form zu zeichnen. Ich habe euch auch noch nicht viel gezeichnet. Es geht auch nicht darum, dass das perfekte Kreise werden, dass die wunderschön aussehen. Na, der ist gar nicht so schlecht. Sondern einfach bloß darum, dass eure Muskeln warm werden, dass euer Kopf wieder in einen Zeichenmodus reinkommt und dass ihr eure Hand-Augen-Koordination verbessert. Genau, einfach solche Kreise versuchen, so kreisig wie möglich zu zeichnen. Beziehungsweise nicht nur Kreise, sondern auch Ellipsen. Gleichmäßige Ellipsen. Sowas hier, da bin ich, ja, die ist ganz gut geworden. Zu zeichnen auch gar nicht mal so einfach. Könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren, ist auf jeden Fall auch mega wichtig, um eine anständige Hand-Augen-Koordination zu kriegen und versucht dabei wieder euren kompletten Arm zu bewegen und das nicht irgendwie aus eurem Handgelenk rauszumachen, weil ich versuche das gerade, das ist nicht schön. Euren kompletten Arm müsst ihr verwenden, das ist wahrscheinlich der größte Takeaway von dem ganzen Video, benutzt euren kompletten Arm und macht keine kleinen strichigen Linien. Das drillt man hier im Prinzip die ganze Zeit, wenn man diese ganzen Übungen macht. Aber auch mega wichtig, dass ihr das macht in euren Zeichnungen, weil das wird eure Linienqualität auf jeden Fall um Meilen verbessern. Die nächste Übung ist meiner Meinung nach wahrscheinlich die schwierigste Übung. Und zwar malt ihr euch wieder Punkte, dieses Mal nicht 2, sondern 3 Punkte irgendwo verteilt auf eurem Papier. Und versucht jetzt nicht irgendwie wieder die Punkte so hier zu verbinden, sondern ihr versucht einen Bogen zu finden, der diese 3 Punkte in einem Schwung trifft.
ist, finde ich, ziemlich schwierig. Kriegt das auch ehrlich gesagt nicht oft hin. Aber das ist auf jeden Fall mega hilfreich, wieder für eure Hand-Augen-Koordination, gar nicht mal so schlecht. Und dass ihr einfach gleichmäßige Kurven zeichnen könnt. Und die Linien auch dahin gehen, wo ihr sie braucht und nicht einfach irgendwo. So wie das bei mir gerade der Fall ist. Aber bevor ihr mich auslacht, versucht es mal selber. Es ist echt gar nicht so einfach. Natürlich könnt ihr euch auch wieder irgendwie neue Linien zeichnen, neue Punkte zeichnen, um dann hier neue Kurven zu zeichnen. Es ist echt nicht einfach. Versucht das mal. Ja, es ist auf jeden Fall eine der schwierigeren Übungen, meiner Meinung nach. Mal sehen, ob wir hier noch eine anstehende Kurve hinkriegen. Ja, so halbwegs. Wenn ihr nicht genau trefft, auch nicht so schlimm. Genau. Die Übung finde ich auf jeden Fall auch noch mega cool. Die letzte Übung, die ich für euch habe, geht ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar geht es nicht einfach darum, hier eure puren Zeichenskills zu verbessern, sondern es geht mir jetzt ein bisschen ums 3D-Denken und ums Schattieren. Und zwar ist die Übung, dass ihr einfach versucht, kleine Würfel im dreidimensionalen Raum zu zeichnen. Die müssen nicht perfekt sein. Es geht wieder einfach darum, dass ihr in die Stimmung sozusagen kommt, euer Gehirn weiß, okay, jetzt muss ich hier versuchen, auf einer zweidimensionalen Fläche dreidimensionale Objekte darzustellen. Und dafür versuchen wir einfach hier ein paar Würfel zu zeichnen. Meine sind auch gerade hier, ich merke auch schon, dass der ein bisschen off ist. Das müsste ungefähr so hier sein. Aber das ist nicht so schlimm. Dann zeichnen wir einen weiteren Würfel einfach aus verschiedenen Perspektiven. Mit verschiedenen Linsen auch betrachtet, also je nachdem Weitwinkel oder nicht. Darüber habe ich auch mal ein Video gemacht, wie sich das auswirkt. Einfach so kleine Würfel. Würfel zeichnen, aber auch sowas wie Zylinder bietet sich natürlich auch an. Einfach mal im dreidimensionalen Raum versuchen zu zeichnen. Und da merken wir auch schon, dass wir hier solche Techniken, die wir gerade geübt haben, auf jeden Fall auch brauchen. Hier, das hier ist eine Ellipse, die wir vorhin versucht haben zu zeichnen. Das hier sind die geraden parallelen Linien, die wir vorhin versucht haben zu zeichnen. Und hier kommt das Ganze so ein bisschen zusammen, wenn wir hier versuchen, einfach dreidimensionale Objekte zu zeichnen. Finde ich auf jeden Fall auch mega hilfreich. Gerade am Anfang, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat im Zeichnen und vielleicht noch nicht so sonderlich gut ist in Perspektive und so. Natürlich gibt es da mega viele Regeln und man kann sich das alles herleiten. Wunderbar. Aber am Ende will man das Ganze natürlich auch irgendwo im Gefühl haben und nicht die ganze Zeit irgendwelche Hilfslinien einzeichnen müssen und so weiter. Und dafür sind solche Übungen auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig, dass ihr einfach ein besseres Verständnis für Perspektive kriegt. Und was man in dem Zusammenhang dann auch gleich noch mitmachen kann, ist einfach noch eine kleine Schattierübung zu machen und hier einfach die Seiten noch ein bisschen versuchen einzuschattieren, sich zu überlegen, okay, von wo kommt hier das Licht? Mein Licht hier kam jetzt zum Beispiel von vorne links, also beziehungsweise so von hier. So, gleich die nächste Übung, Pfeile im dreidimensionalen Raum zeichnen, ist auch gar nicht mal so einfach, könnt ihr auch mal ausprobieren. So ungefähr würde ich in mein Licht kommen und dann hier einfach den Schatten mit einzeichnen und sich das überlegen, wie der fallen würde. Das ist auch alles ein bisschen was man üben muss, wo man auch mal drüber nachdenken muss. Und genau dafür sind halt diese Übungen da, dass man einfach in das Zeichenfeeling wieder reinkommt. Genau. Einfach versuchen, ein paar Schatten mit einzuzeichnen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Zylinder. Wenn ihr, hier einen kleinen Zylinder habt. Und dann einfach versuchen, hier die Schatten mit einzuzeichnen. Ich kann hier meine Brush ein bisschen größer machen. Naja. Auch eher schlecht als recht, aber ich hoffe, ich kriege den Punkt hier
transportiert, was ich damit meine. Genau. So viel dazu. Ich hoffe, dass ihr euch ein paar dieser Methoden euch abgucken könnt, dass ihr die verwenden werdet zum Warmmachen vor euren nächsten größeren Bildern oder auch einfach so, um eine bessere Hand-Augen-Koordination zu kriegen. Ihr müsst natürlich auch nicht alle diese Übungen machen. Am Ende geht es einfach darum, warm zu werden, und dann pickt man sich halt ein oder zwei raus, auf die man gerade Lust hat, um einfach ein bisschen wieder ins Zeichenfeeling reinzukommen. Ich hoffe, dass das Video dem einen oder anderen gefallen hat, dass man das ein oder andere mitnehmen konnte. Wenn ja, würde mich das natürlich freuen. Dann kann man das Video natürlich auch bewerten. Und ansonsten sieht man sich beim nächsten Mal. Und bis dahin, adios.